Der Versailler Vertrag gesteht dem Deutschen Reich ausdrücklich das Recht zur ungehinderten Durchfahrt über jetzt polnisches Staatsgebiet nach Ostpreußen zu. Einfahrt in den neuen Hauptbahnhof von Königsberg. Kein polnischer Grenzschützer oder Zöllner hat die Bahnreisenden kontrolliert, die nach mehr als 7 Stunden Fahrt die 590 Kilometer lange Strecke von Berlin nach Königsberg zurückgelegt haben. Für den Güter- und Personalverkehr vom Reich zur Insel Ostpreußen gibt es in den 20er Jahren 8 Bahntransitstrecken. Für ihre Nutzung muss Deutschland Polen in Devisen bezahlen. September 1929. Nach 17 Jahren Bauzeit wird der im expressionistischen Stil errichtete Hauptbahnhof südwestlich der Innenstadt im Bereich der geschliffenen Stadtbefestigung eröffnet. Viel Verkehr auf der Brücke über den Pregel. Sie verbindet die Vorstadt mit der Kneiphof-Flussinsel, der Kaiser-Wilhelm-Platz unterhalb der Schlossterrasse. Das Schloss von der Schlossteichbrücke aus gesehen. Die grüne Brücke mit der Börse im Stadtteil Vorstadt. Der Kai auf dem Kneiphof. Blick von einer Schute in das Hundegatt, das Knie des Pregels, der seit alters her Königsberg als Hafen dient. Der Film Die Insel Ostpreußen, zwischen 1927 und 1929 gedreht, inszeniert Königsberg als Hafen und Handelsstadt am Fluss. Unter der grünen Brücke. Im Hintergrund die Köttelbrücke, die die nördliche Vorstadt mit dem südlichen Kneiphof verbindet. Die alte Eisenbahnbrücke, die wegen der Verlegung des Hauptbahnhofs wenig später außer Betrieb gestellt wird. Sie war eine Drehbrücke. Damit die Seeschiffe zu den Anlegestellen in der Innenstadt gelangen können, wurden zwischen 1891 bis 1912 alle Königsberger Brücken als Klappbrücken ausgelegt. Fahrt in den alten Pregel. An diesem Flussabschnitt Hundegatt genannt, längs der Speicher aus dem 16. bis 18. Jahrhundert am altstädtischen Verladekai, auch La Stadie genannt. Noch herrscht Betrieb. Ab 1924 verliert das Hundegatt seine Bedeutung als Hafen, weil am unteren Pregel 3 neue Hafenbecken entstanden sind. Der Getreidespeicher am Holsteinischen Damm. Der Gruppen- und Turmspeicher am Hafenbecken Nummer 4 in Königsberg. Das Portal des Ausstellungsgeländes Ostmesse, die seit 1920 in Königsberg in Nachbarschaft zum Tiergarten und Nordbahnhof abgehalten wird. Vom Hauptbahnhof kommend fahren die Züge in einem Tunnel unter dem Empfangsgebäude in den Nordbahnhof ein. Sein Neubau wird erst 1930 eingeweiht.